Mein erstes Mal mit ja, so 13,5, mit einer deutlich älteren, also die war 24, glaube ich. Ich habe eine Liste geführt, ich habe mit über 2200 Frauen geschlafen. Da wurde mir natürlich auch mal in einem ein oder anderen Swingerclub gebucht und dann hast du halt auch mal 60 Frauen zu beglücken. Ich habe mich da auch wirklich für geschämt und wenn meine Mutter dann darüber geredet hat, ja, die ist noch Jungfrau, ich war so, erzähl doch sowas nicht und bin ich vielleicht gar nicht. Wie viele Leute hast du denn schon geküsst? Noch niemanden. Also ich bin noch ungeküsst. Du bist doch ungeküsst. Ich habe die Grenzen dieser Frau missachtet, um mich selbst zu befriedigen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen wird es ganz privat. Zum einen treffe ich auf Yannick. Yannick ist sexsüchtig und schlief nach eigenen Aussagen mit mehr als 2000 Frauen. Während seiner Zeit als Pornodarsteller stumpfte er nach und nach ab und kämpft heute mit Erektionsstörungen. Und ich treffe heute auf Shireen. Shireen ist 23 Jahre alt und Jungfrau. Das heißt, sie hat bisher noch keinerlei sexuelle Erfahrungen gesammelt. Und wie es ihr damit geht, das wird sie mir heute erzählen. Bevor es losgeht, ist hier jetzt auch wieder die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos zwar schauen, aber den Kanal noch nicht aktiviert haben. Also holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Das ist eine Riesenunterstützung für mich. Und wenn ihr selber eine spannende Geschichte rund ums Thema Sex oder Liebe zu erzählen habt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hi. Hi. Ihr beiden. Alles klar bei euch? Immer doch. Immer doch. Ja, okay. Bei dir? Ja, mir geht's auch gut, danke. Ich bin super gespannt, was ihr mir heute so erzählen werdet. Und um meine Gäste hier direkt mal richtig kennenzulernen, ist es mir oft super wichtig, dass wir eine Reise in die Vergangenheit machen, dass wir einen kurzen Schritt zurück machen, bevor wir uns mit dem großen, weiten Thema beschäftigen, weil die Kindheit oftmals so viel über uns aussagt. Und da würde es mich natürlich interessieren, Yannick, wie hast du deine Kindheit erlebt? Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, Tatsache, bis meine Eltern sich so irgendwann im Jugendalter haben scheiden lassen. Aber auch das war eigentlich vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, eigentlich eine durchaus schöne Jugend gehabt. Ich habe früh mit Fernsehen angefangen, mit meinem 7. Lebensjahr. Also ich konnte schon immer viel reisen, viel sehen und auch viele große Rollen spielen, große Theater spielen etc. Also es hat mir eine schöne Kindheit gehabt, ja. Okay, das klingt sehr zufrieden. Shireen, wie war es bei dir? Bei mir war auch alles ganz normal. Also ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen, meine Mama. Ja, wir hatten eine schöne Kindheit. Meine Mutter hat immer alles für uns getan und von daher sehr zufrieden gewesen. Klasse. Was hast du für Erinnerungen an deine Schulzeit? Das würde mich interessieren. Also meine Schulzeit war anfangs in der Grundschule noch sehr schön. Als es dann auf die Realschule zuging, kam das Thema Mobbing sehr schnell ans Tageslicht. Also es war so, dass man ja teilweise auch geohrfeigt wurde von älteren Schülerinnen. Oder man hat auch Kaugummi ins Haar bekommen. Also war alles mit dabei, von Beleidigungen, von unnötigsten Gründen zu mobben wegen Kleidung, dass man gewisse Sachen einfach nicht tragen soll, weil es nicht schön aussieht für andere. Und ja, also es war auch so, dass ich dann echt Angst hatte, irgendwann in die Schule zu gehen, dadurch viel gefehlt habe und es hat mir dann einfach ja meine Schullaufbahn mehr oder weniger dann für den Moment auf jeden Fall sehr kaputt gemacht. Okay, ja, crazy. Ja. Ja, ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, um da auch nochmal einen kleinen Aufruf zu machen. Freunde, seid da wirklich vorsichtig mit eurer Wortwahl. Gerade diese Gruppendynamiken können so gefährlich sein. Und was das dann am Ende für Konsequenzen hat für einen Menschen, das kann man in der Situation, gerade als junger Mensch, oft noch gar nicht absehen. Aber versucht einfach, euch zu überlegen, was würdet ihr selber gerne hören und was würdet ihr selber auf keinen Fall hören wollen. Und verhaltet euch demnach. Yannick, jetzt zu dir, zu deiner Schulzeit. Wie ging es bei dir in der Schule ab? Du warst ein Junge. Ich habe jetzt mal die Perspektive von Shireen als Mädchen erlebt, aber wie lief es bei dir? Bei mir war es teilweise auch ähnlich. Weniger jetzt mit so einem harten Mobbing. Ja, es war wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, dass ich halt auch viel gefehlt habe, weil ich irgendwie Theaterstücke gespielt habe oder im Fernsehen war. Da kam durchaus auch wahrscheinlich der Neid dazu. Bei mir zum Beispiel, meine Eltern hatten noch ein Restaurant gehabt. Dann habe ich natürlich meine Freunde immer mit eingeladen zum Essen, also nach der Schule. Ne? Eigentlich brauchte meine ganze Klasse nie zu Hause Mittagessen. Und trotzdem wurde hinter dem Rücken einfach falsch geredet. Ne? Was würdest du denn selber sagen, wenn du zurückdenkst, wann fing das an, dass Mädchen bei dir im Leben so eine Rolle gespielt haben? Wie alt warst du? Früh. Mein erstes Mal mit ja, so 13,5,
kurz vor meinem 14. Geburtstag, mit einer deutlich älteren, also die war, oh, ich müsste lügen, damals 24, glaube ich. Du warst 13? Ja, ja, 13, fast 14. Aber es hat mich ja doch, also es hat mich doch geprägt. Das glaube ich, mein Lieber. Aber ins Positive. Also du erzählst, dass du lächelst, also war das eine gute Erfahrung für dich? Es war eine bombastische Erfahrung. Also es kam auch hinterher kaum was an dieses Erlebnis ran. Okay, dann erzähl mir mal von diesem ersten Mal. Du, ja. 13,5, deine Liebe oder? Nee, war keine Liebe. Meine Schwester, ihren Ex-Freund, hatte damals eine Einweihungsparty gefeiert für die erste Wohnung. Der war, glaube ich, 19 damals. Und da durften wir auch mal mit, wie das dann war. Dann ein bisschen gefeiert, dann sind wir schlafen gegangen. Ich war noch total naiv. Und nachts wurde ich wach, weil irgendwas in der Luft gelegen hat. Ja, dieser Geruch von Erotik, von... hat mich einfach aufgeweckt und dann habe ich mitbekommen, okay, die beiden, die vergnügen sich. Und ich noch in diesem Treudoven habe dann in diese Situation reingerufen, ich gehe jetzt schlafen und habe mich umgedreht. Wer waren die beiden? Die lagen neben mir, also es war eine große Matratze, ich rechts, er links, sie in der Mitte. Dann wollte ich damit eigentlich so die Aufmerksamkeit, dass ich sage, ich gehe jetzt schlafen, habe mich umgedreht. Und nachts wurde ich dann geweckt, als sie... ja, gewisse Gliedmaßen von mir in der Hand hatte. Und das hat sich dann auch zu diesem Zeitpunkt Tatsache toll angefühlt, deswegen. Aber es hat natürlich schon das Leben verändert. Ich glaube, das kann jeder Mann bestätigen, wenn man sein erstes Mal hat. Das ist dann doch schon was Besonderes. Und dann will man auch natürlich auch noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal haben. Du bist da Frühstarter gewesen mit 13,5, würde ich mal sagen, weil es ist ja sogar... ja, ist ja sogar verboten, ne? Wenn man, da hatte ich schon mal einen Fall, auch hier im, im Interview, wo eine junge Frau, die Kim, gesagt hat, dass sie mit 13,5 ungefähr ihr erstes Mal hatte und ihr Freund damals war 14 und er durfte schon Sex haben, sie aber unter 14 halt eigentlich nicht. Und deshalb wurde auch die Polizei eingeschaltet. Ein Riesendrama. Wie ist es bei dir? Wann hat das bei dir angefangen? Ich habe jetzt gerade schon erfahren, 13,5, okay, das ist, ne, das ist ein frühes Alter, wo man damit loslegt. Welche Rolle haben Jungs bei dir gespielt? Also bei mir war das tatsächlich erst mit den ersten Gefühlen in der 6. Klasse. Das war so, da war ein Junge eine Klasse über mir und den fand ich dann auch 6 Jahre lang am Stück wirklich gut. Also ich habe mit dem aber mich nie einzeln alleine getroffen. Man hat den über Freunde gekannt, beziehungsweise über die Stufe. Aber da ist nie was passiert, also kein Kuss oder Sonstiges. Also bei mir hat Sex in dem Alter noch gar keine Rolle gespielt. Also ich habe in dem Alter erstmal meine Periode bekommen. Also man hat erstmal angefangen, den ganzen Körper so ein bisschen mehr kennenzulernen, besser zu verstehen. Und deswegen, das war noch so in dem Alter bei uns auch so, dass wirklich sehr wenige schon Sex hatten. Also es war da noch gar kein Thema. Also ich war damals eben durch das Mobbing extrem schüchtern. Ich habe einfach gedacht, das Mobbing kam mir durch das Übergewicht. Ich habe einfach gedacht, dass ich es nicht wert bin. Also warum sollte er überhaupt in Betracht ziehen, mit mir zu reden oder sehen, dass ich das wert bin, ja, mit mir zu reden, Zeit zu verbringen. Also das wurde gar nicht so gesehen. Gab es denn andere Jungs, mit denen du vielleicht in Kontakt gekommen bist? 2013 war ich an der Nordsee in Chur, wegen dem Übergewicht. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Okay. Genau. Und da gab es einen Jungen, in den habe ich mich dann wirklich verliebt. Und da lief auch alles gut. Also man hat sehr viel Zeit miteinander verbracht. Nach 4 Wochen dann, abends am Strand war das, hat er mir dann gesagt, beziehungsweise anvertraut, dass er in meine Freundin verliebt ist und ob ich ihm da helfen könnte. Also das war auch schon ein Schlag ins Gesicht. Aua. Ja. Du hast jetzt selber gesagt, das war eine geile Erfahrung für dich. Ja. Wie ging es denn danach weiter mit dir und den Mädels? Ja, stürmisch. Wenn ich Tatsache stimme. Nee, es ging turbulent weiter. Also in der Schule natürlich, ich komme aus einem kleinen Dorf. Da fing das natürlich an. Dann hat man mal mit diesem Mädchen ein bisschen was gehabt und mit diesem Mädchen. Aber da ist ja natürlich die Vielzahl nicht da.
eigentlich so die breite Masse fing dann auch trotzdem schon relativ früh an, so mit 17, wo ich angefangen habe, mit meiner Musik auf Tour zu gehen. Habe auch noch mal eine Zeit lang ein bisschen so Partyschlagermusik gemacht. Und da fing es auch an, dass sich da auch eine Sucht entwickelt hat. Also Tatsache, eine Sucht, eine Frau heute im Bett haben zu wollen oder auch zu müssen. Man hat natürlich schon probiert, die Grenzen bei dem weiblichen Geschlecht auszuloten, ne, was da so geht. Hat auch gut geklappt. Also das muss man jetzt auch mit dazu sagen. Also du hattest viele verschiedene Partnerinnen dann in der Zeit. Ja, also irgendwann habe ich die Grenze nicht mehr akzeptiert, wenn eine Frau gesagt hat, in ihrem Profil auf irgendeiner Dating-Plattform, sie sucht eine feste Beziehung. Trotzdem habe ich es geswiped. Und mit Charme habe ich die dann auch trotzdem ins Bett bekommen. Jetzt mag der eine vielleicht sagen, ja, selbst dran schuld, wenn die das mit sich machen lässt. Im Nachhinein schäme ich mich dafür. Sehe das auch als ganz, ganz negativen Punkt einer Sexsucht, weil ich habe die Grenzen dieser Frau missachtet um mich selbst, und dann nehme ich mich jetzt tatsächlich mal gar nicht raus, um mich selbst zu befriedigen. Ich habe ihre Aussage, auch wenn sie die nicht konsequent verfolgt hat, weil sie hätte auch sagen können, ich schlafe nicht mit dir, und trotzdem habe ich ihre Grenze missachtet. Wie bist du dann danach mit ihnen umgegangen? Nicht mehr geschrieben, einfach nicht mehr geschrieben. Nicht mehr geschrieben aus der Stadt, aus dem Sinn. Die nächste war da. Ich habe mir was genommen, was ich weiß, wenn ich das ehrlich kommuniziert hätte, sie das niemals getan hat. Was ich fraglich finde, das ist dann auch zum Thema teilweise Ghosting, wie du dann einfach mit den Gefühlen von den Frauen umgehst, oder auch wenn eine Frau dann sagt, sie findet dich gut und die dann in eine gewisse Abhängigkeit kommt. Also wie du das mit dir selber vereinbaren kannst, finde ich schon fraglich. Aber ich finde es auch gut, dass du so dazu stehst, dass du das einfach in dem Moment so gemacht hast. Was mich interessieren würde, waren das dann feste Partnerinnen oder hast du dann ohne Bindung mit diesen Personen geschlafen? Beides, also teils, teils. Ne? Es gab langfristige Beziehungen. Was heißt langfristig? Ja, also meine erste Beziehung ging, glaube ich, 2,5 Jahre. Das war schon lange, also da war ich 15. Da habe ich es aber leider mit der Treue dann auch noch nicht so ernst genommen. Also wie hast du das denn gemacht, wenn du da dann deiner Freundin auch regelmäßig mal fremdgegangen bist als Teenager? Wie hast du das mit ihr kommuniziert? War das für sie fein? Oder? Also ich habe das schon offen kommuniziert, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und sie hat halt sehr an mir gehangen. Und das hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, diese Akzeptanz ihrerseits, also immer dieses, okay, war jetzt halt so, vielleicht kommt es nie wieder vor. Mhm. Und beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder, hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass es da Tatsache eine richtig harte Sexsucht daraus entstanden ist. Du weißt, okay, das eine ist was Sicheres, die verlässt dich nicht, alles easy. Das andere Denken ist, dass du ja auch anderen Frauen gefällst. Ein schönes Beispiel, du gehst auf Tinder und du hast ein Match und du freust dich und du lädst das Match ein und alles ist toll. Und irgendwann fängst du selbst an, während die Frau vielleicht nach dem Geschlechtsverkehr in die Badewanne geht oder duschen geht, du swipest weiter, weil es könnte die bessere kommen, es könnte noch eine bessere kommen. An dem Abend noch? Ja, ja, du hast eine bildhübsche Frau, aber es gibt doch bestimmt noch irgendwo eine hübschere. Wann hast du denn gecheckt, dass das, was du da machst, nicht gut ist, dass das nicht gesund für dich ist, dass da irgendwas nicht stimmt? Gab es so einen Klickmoment für dich? Ja, es gab da eine prägende Situation eigentlich, als ich eine Frau kennengelernt habe, die selbst Pornodarstellerin ist und mich eigentlich schon dazu so ein bisschen gecastet hat, meinte, du machst das relativ gut, und dieser Einstieg auch in die Pornobranche, das Ganze hat es nicht besser gemacht. Und erst nachdem ich mich dazu entschlossen habe, ein Buch darüber zu schreiben, als eine Situation war, ich habe ein Mädchen eingeladen, wirklich ein bildhübsches Mädchen, und ich habe keine Erektion bekommen. Der ach so große Pornodarsteller, der viele Frauen im Bett hatte, hat keinen mehr hochbekommen. Oh, wie kam das an? Es bei ihr nicht gut. Also kann man sich wohl vorstellen, ne?
Naja, bei mir aber noch weniger gut. Das ist ja erstmal ist es ja was auch was ganz Menschliches. Und das kann immer auch passieren. Sollte passieren können. Ne? Das möchte ich auch mal ganz klar sagen, weil da ist ja auch immer sehr viel Druck drauf, ja. Dass ein Mann das ja irgendwie schaffen sollte und müsste. Und ebenso wie eine Frau mal keine Lust hat und das irgendwie nicht fühlt in dem Moment und das in Ordnung ist, ist es eigentlich schade, dass das in dem Moment für dich so, also bei dir kam das so schlecht rüber. Nee, das Problem war, ich habe mich eigentlich als Außenstehender gesehen. Mhm. Ja, ich habe eine Liste geführt, ich habe mit über 2200 Frauen geschlafen. Also das ist keine 100 Frauen, was schon viel ist. Das ist eine Dimension, die kaum vorstellbar ist. Hast du da schriftlich so eine Liste geführt? Ja. Eine Strichliste oder mit Namen? Nee, Strichliste. Oder? Bei manchen wusste ich einen Namen, bei manchen war es dann nur noch ein Strich. okay. Als Pornodarsteller wurde man natürlich auch mal in einem ein oder anderen Swingerclub gebucht und dann hattest du halt auch mal 60 Frauen zu beglücken. Und ich habe mich sogar am Anfang geschämt, dass ich keine Erektion bekomme. Und hinterher war die Scham weg. Das hat sich richtig in Ekel gewandelt. Ekel, weil ich mich selbst dabei gesehen habe, was ich da mache. Wie ist es heute? Mit wie viel Partnerinnen hast du wie oft heute noch Sex? Nee, also jetzt ist mein Ziel schon mit einer. Merkst du jetzt einen Unterschied, wenn du dann mit Frauen schläfst, wenn da Gefühle auch vielleicht im Spiel sind? Total, es wird ja auch schon besser, ne? wenn man einfach auch weiß, was der andere mag. Das war natürlich bei One-Night-Stands, die meisten waren wirklich begeistert, weil ich habe halt immer dieses typische Routineprogramm abgestellt. Ich habe das gesehen wie bei meinen Pornodrehs. Man hat ein Routineprogramm, du weißt ganz genau, was du machen musst, dass die Frau squirtet, dass die Frau kommt, das hast du gemacht, aber es hat ja nichts mit Leidenschaft zu tun. Und die Frauen, die waren ultra befriedigt und haben mich hinterher angeguckt, die dann auch wussten, okay, das ist wirklich nur ein One-Night-Stand und haben gesagt, auch wenn meine Libido extrem befriedigt war, aber eigentlich bin ich gar nicht befriedigt. Wenn du das so von Yannick hörst, wie flott das dann bei ihm auch losgegangen ist und dass die Zahl der Partnerinnen dann auch schnell gestiegen ist, wie war das für dich? Weil es ja bei dir irgendwie total anders war. Hast du nicht auch mal dich nach sowas Ähnlichem gesehnt? Es ist so, man hat einen gewissen Druck. Ab einem gewissen Alter hat man einen Freund, dann hat man irgendwann das erste Mal. Und es war ganz, ganz schwierig, damit klarzukommen, dass es für einen selbst vielleicht jetzt nicht direkt losgeht, wo eigentlich diese Regelzeit sein sollte. Es war schwer zu akzeptieren. Man hat auch in einem gewissen Grad sich selbst die Schuld gegeben und gedacht, warum geht es bei allen anderen ganz normal? Warum ist es bei mir nicht so? Bei mir ist es so, ich kann nichts machen, wo ich nicht fühle. Also ich könnte niemals jemanden küssen, den ich, klar, äußerlich muss ich ihn auch attraktiv finden, aber wo keine Verbindung ist, nicht diese, also eine gewisse Grundbasis an Vertrauen. Also ich könnte mich da niemals so drauf einlassen. Und deswegen, wenn ich so jemanden nicht treffe, dann findet das einfach nicht statt. Wie viele Leute hast du denn schon geküsst? Noch niemanden. Also ich bin noch ungeküsst. Du bist doch ungeküsst? 23. Okay, wow. Ja, ich habe mich da auch wirklich für geschämt. Und wenn meine Mutter dann darüber geredet hat, ja, die ist noch Jungfrau, ich war so, erzähl doch sowas nicht und bin ich vielleicht gar nicht so dieses, man möchte einfach auch nicht bloßgestellt werden in einer gewissen Art und Weise, aber für viele ist es vielleicht auch, also für viele Jungs habe ich gehört, ist es vielleicht auch was Schönes oder was Gutes, wenn sie dann der Erste sind. Also für die ist es dann so eine Art Ehre, habe ich gehört. Ist das so? Ja, bei mir war es, glaube ich, ich habe, glaube ich, einfach auf sexuellen anderen Typ Mensch gestanden oder anderen Typ Frau gestanden, die eigentlich genau wussten, was sie wollen. Natürlich lässt sich drüber streiten, ob man das selbst möchte, mit 23 Jungfrau zu sein oder nicht, aber ich ziehe da meinen Hut vor. Ich finde das wirklich gut. Ich finde das wirklich gut, dass du da so konsequent bist, weil Fakt ist, bei mir war das anders. Ich habe teilweise Frauen nach Auftritten mit ins Hotelzimmer genommen und ich habe mich verpflichtet gefühlt, mit den Frauen zu schlafen, auch wenn ich das gar nicht wollte. Und im Endeffekt liege ich dann im Hotel und denke mir, eigentlich will ich nicht, aber die verlangt es ja jetzt von mir. Die ist ja nicht umsonst mitgekommen. Sie ist ja jetzt mitgekommen, weil sie erwartet das jetzt von mir. Und das ist falsch, wenn man etwas nicht fühlt oder nicht will. Der eine, der braucht so eine Gefühle, der andere so eine Gefühle, um sexuelle Handlungen auszuleben. Aber wenn man das ganz... Also mach nie was, was du nicht willst.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich bin auch gespannt, wie die Zuschauer das sehen. Wie war das bei euch? Ihr könnt ja sehr gerne auch anonym mal in die Kommentare schreiben, wie viel Erfahrung ihr auf dem Gebiet schon habt, ob ihr da ja euch eher bei Yannick seht, der da schon total wild sich ausgelebt hat, oder ob ihr da wie Shirin erstmal sehr zurückhaltend seid und da auf eure Gefühle so ein bisschen Acht geben wollt. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Shirin. Kennst du das Gefühl von Druck? Also ich meine jetzt nicht diesen Druck von außen, sondern Lust haben, so einen inneren Druck empfinden, dass du jetzt irgendwie, dass du Sex haben möchtest, dass du, weiß ich nicht, manche haben das, wenn sie eine Woche keinen Sex hat, manche haben das, wenn sie 2-3 Monate keinen Sex haben, manche können auch mal ein ganzes Jahr ohne, und du konntest jetzt dein ganzes Leben lang ohne, deshalb interessiert es mich, ob das irgendwann dann mal kommt. Also es war ganz lange nicht da. Irgendwann hat es angefangen, dass man, wenn man jemanden zum Beispiel auch gut fand, dann träumt. Eher in die Richtung. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, keine Ahnung, an einem Tag, ich finde jemanden gut, ich brauche das jetzt. Wie ist es mit Masturbation? Ist das für dich ein Thema, wo gar du... Gar nicht. Hast du auch noch nie gemacht? Nee, noch nie. Okay. Also bin ich auch ganz ehrlich, wenn ich es gemacht hätte, würde ich sagen, aber gar kein Thema bei mir gewesen. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwen... Da weiß ich nicht, der dir nichts bedeutet, so, mit dem du kein Gefühl hast, mit dem das dann über die Bühne zu bringen, einfach nur, um es mal erlebt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass man dann diesen Druck hat, dachte man sich schon, man macht jetzt so seine Erwartungen ein bisschen runter. Aber hätte auch gar nichts gebracht. Also es gab auch diese Zeit, wo man dann kurzzeitig Tinder hatte, dann hat man auch direkt Bilder geschickt bekommen. Also es ist nicht so, dass ich auch noch nicht angeschrieben wurde, man dann ungefragt Bilder bekommen hat oder ja einfach angemacht wurde. Das gab es schon. Wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich habe Werte und die möchte ich auch vertreten. Und ich, wie gesagt, könnte auch niemals irgendwas ohne Gefühl machen. Shirin, jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn so dein Plan? Was ist denn so dein, also wie hast du dir das vorgestellt? Könntest du dir vorstellen, theoretisch auch dein ganzes Leben lang einfach ohne Sex zu leben? Was halt auch bedeutet, dass du keine Familie auf dem normalen Weg gründen wirst? Also es ist so, wünschen würde ich es mir nicht, dass ich nie Sex haben werde. Also ich hoffe es schon. Ich hoffe auch, dass irgendwann die Person kommt. Es muss jetzt nicht die große Liebe sein, mit der man dann 50 Jahre verheiratet ist. Also man soll auch seine Erwartungen jetzt nicht zu hoch stellen. Wie gesagt, mir ist einfach das Gefühl wichtig. Und wenn es dann passt, dann würde ich mich auch darauf einlassen. Früher hat man auch gedacht, man lässt sich Zeit und so. Aber ich denke einfach, wenn es sich gut anfühlt, kann man das auch machen. Dann kann das auch bei mir jetzt in dem Fall eher unwahrscheinlich ein Typ sein, den man vielleicht aus dem Club kennt oder so. Wie war das für dich? Konntest du denn, wenn du das Gefühl hattest, ich will jetzt, eigentlich brauche ich unbedingt Sex, hat denn Onanieren vielleicht da Abhilfe geschaffen? Nein. Konntest du da, ging gar nicht? Dann war Tatsache, und das habe ich in meinem Leben 3-mal gemacht, dann war Tatsache der, und das sehe ich noch kritischer, weil ich nicht überprüfen kann, ob die Frauen das wollten, dann war Tatsache der Gang zu einer Prostituierten. Das sind auch Dinge, wofür ich mich schäme, ne? Dass ich zu einer Prostituierten gegangen bin, um meine Sucht abzubauen, aber ohne zu wissen, dass die Frau das gut fand. Also nicht den Akt gut fand, sondern auch das Verhalten, wie ich mit ihr umgegangen bin. Es ist bekannt, man küsst keine Prostituierten, man streichelt keine Prostituierten. Es ist halt einfach nur ein stumpfer Akt. Shirin, du bist jetzt 23 und du hast schon erzählt, deine Mama sagt auch manchmal so, ja, die ist noch Jungfrau, und die sagt, oh, Mama, sag das doch nicht. Ist ja eigentlich auch was voll Privates. Jetzt erzählst du es uns heute sehr frei und offen, was ich mega finde. Wie reagieren denn Menschen darauf, wenn du sagst, wenn das irgendwie in deinem Freundeskreis so rumgeht? Und ja, wie ist so das Feedback, wenn Leute erfahren, die ist 23, aber hat noch nie Sex gehabt und ist, wie hast du gesagt? Ungeküsst. Ungeküsst. Also es ist so, die Leute sind schockiert, aber es ist nicht so, dass es schlecht ankommt. Also sie denken so, oh, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich bin eine recht offene Person, also ich spreche auch gerne Leute an. Ich komme eigentlich mit jedem ganz gut klar und deswegen sind die meist deswegen überrascht und denken sich, woran hat es denn jetzt gelegen? Also warum hat es nicht geklappt? War niemand dabei? Oder was ist denn dein Geschmack? Dann kommen auch solche Sachen, dass man sagt, ja, man guckt mal, vielleicht findet man jemanden, man kann dich vielleicht verkuppeln. Also das gab es auch schon, dass man gesagt hat, ja, der ist ein ganz netter Junge, schreib doch dem mal oder triff dich doch mal mit dem. Es war auch so, dass man teilweise schon ja, das Gefühl hatte oder das Gefühl übermittelt wurde, man kann nicht mitreden.
Du weißt ja noch gar nicht, wie sich das anfühlt. Du hast die Erfahrung ja noch nicht. Du hattest ja noch keine Beziehung. Hab erstmal eine, dann weißt du, wie ich das meine. Und dann weißt du, was Liebe ist und wie sich das anfühlt. Und dann verstehst du vielleicht auch diesen Schmerz, wenn man Liebeskummer hat. Also ich hatte auch schon Liebeskummer. Ich bin auch ungeküsst. Trotzdem habe ich schon mal gedacht, den hätte ich jetzt gern, aber er mag mich vielleicht einfach nicht. Also man kann trotzdem diese ganzen Gefühle haben und auch Sex vermissen, auch wenn man es noch nicht hatte. Aber vielleicht ist es ja anders, wie du es dir oder als du es dir vorstellst. Also da gebe ich dir schon recht, dass du schon was vermissen kannst, was du noch nicht hattest. Aber du kannst nicht das Reelle vermissen, was du noch nicht hattest. Also du weißt ja nicht, vielleicht träumst du dir, dass es so ist, aber es ist ganz anders. Das kann auf jeden Fall ganz, ganz anders. Ja. Jimmy, was würdest du denn jemandem da draußen sagen, der jetzt oder die jetzt sagt, ja, ich sitze im selben Boot, ich hab da noch gar keine Erfahrung und ich glaube, ich bin da so ein bisschen verzweifelt. Ich sehe, wie alle anderen von außen sagen, das müsste jetzt sein und ich weiß nicht, ich kann das irgendwie noch nicht. Hast du irgendeinen Tipp für die Person da draußen? Mach dir auf jeden Fall keinen Druck, wenn jemand sagt, du musst es machen. Ich bin so, ich mache das genaue Gegenteil. Und befreie dich einfach von allen Dingen, die sein müssen, die Regel sind. Also du bist ein eigener Mensch, du bist unabhängig, du musst nicht in irgendeine Norm passen und deswegen mach das, was dich glücklich macht und dann läuft's irgendwann von ganz allein. Janik, dich haben wir heute als irgendwie das andere Extrem kennengelernt und du hast es irgendwie trotzdem alles so in den Griff bekommen, dass du das so reflektiert uns erklären konntest. Was würdest du denn jemandem da draußen raten, der gerade mittendrin ist, der täglich Sex haben muss, vielleicht gar nicht mehr will und da aber nicht rauskommt? Was ist so dein Ratschlag? Also mein Ratschlag, falls es Tatsache so ist, dass es eine bestehende Sexsucht gibt, wenn ihr im Schulalter seid, euch an Vertrauenslehrer zu wenden oder an Eltern zu wenden, an wirklich eine Person, der ihr vertraut. Und macht diesen Fehler nicht und lebt das Ganze im Extrem aus. Sondern wenn ihr schon dieses Gefühl habt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann seid ihr eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Und dann holt euch Hilfe. Sehr, sehr schön. Ich bin mir ganz sicher, dass die Zuschauer sehr rege auch in den Kommentaren mitschreiben werden. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt das unten rein. Ich denke, dass die beiden da auch hin und wieder zu sehen sein werden und vielleicht auch noch ein paar Antworten und ein paar Tipps da lassen können. Ansonsten gibt es auch ein paar Anlaufstellen in der Videobeschreibung. Und ich muss euch beiden sagen, auch wenn das irgendwie, ihr kommt aus total unterschiedlichen Richtungen, ich fand das aber extrem spannend, euch mal folgen zu können. Und ich finde beide Wege total verständlich und nachvollziehbar. Und Shirin, dir sage ich, lass dir deine Zeit. Es wird schon irgendwie gut gehen für dich. Und wenn es noch 20 Jahre dauert und wenn es vielleicht niemals wird. Du machst für mich den Eindruck, dass du selber so selbstbewusst bist und so happy mit dir bist, dass du das überhaupt nicht brauchst und darauf nicht angewiesen bist. Also sehr, sehr cool, dass du heute auch so ehrlich hier mit uns gesprochen hast. Gerne. Und Janik, ich finde es klasse, dass du mit deinem Thema da so rausgehst. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, wo man sagt so, ja, okay, ich ziehe jetzt mal die Hose runter, so hast du es genannt. Und ja. Deshalb auch von mir nochmal an dich ganz großes Lob. Für euch Zuschauer da draußen, achtet einfach auf das, was euer Körper euch sagt. Und ich danke euch, dass ihr so lange zugeschaut habt. Hier zwischen uns sind noch so ein paar Videos eingeblendet. Die könnt ihr euch jetzt noch anschauen. Und wir dürfen zur Verabschiedung aber noch winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.